Willkommen zurück, Leute, zu Animal Crossing New Leaf. Hallo, Bürgermeister Wollo. In Voto ist jetzt 15.38 Uhr am Sonntag, den 16. Juni 2013. Also dann, sollen wir loslegen? Absolut. Ich habe beim letzten Mal auch gespeichert, deswegen kommt hier Reset hier auch nicht. Alles ist gut, alles ist gut. Ich überlege gerade, was wir am Ende noch gemacht haben. Alles klar. Oh, da fällt mir noch etwas ein, Bürgermeister Wollo. Ich möchte dir noch ein paar wichtige Grundlagen deiner Arbeit als Bürgermeister erklären. Wenn du Zeit hast, komm bitte ins Rathaus und setz dich dort auf deinen Bürgermeisterstuhl. Ich dachte, du hast mir das schon erklärt, aber es kommt vielleicht noch ein bisschen was dazu. Wir wollen aber auf jeden Fall langsam mal die Knete haben. Ah. Erstmal einen Brief abholen. Wow, zwei Briefe mit Geschenken, so wie es aussieht. Siegerurkunde. Sei gegrüßt, Wollo. Ich sende dir meine besten Glückwünsche zum Sieg beim Insektikus-Turnier. Hoffentlich gefällt dir dein Preis. Ich persönlich finde ihn phänomenal. Viel Spaß. Okay. Und einen von Mama. Aha. Lieber Wollo, du ganz allein in der großen, weiten Welt. Ich bin schon ein bisschen nervös. Hier ist etwas, das du sicher gebrauchen kannst. Pass auf dich auf. Wie kriege ich denn das Geschenk? Ich meine, ich habe das Geschenk doch jetzt nicht, oder? Habe ich das in meinem Inventar drin? Nee, ich sehe es nicht so ganz. Ach, in den Gear, die Sternenmünzen, die kannst du in den Geldbeutel packen. So ist das also. Oh. Und ich denke mir die ganze Zeit, warum muss ich mein Inventar damit so vollpacken? Das ist doch scheiße. So, 500 und ein 1000 Sterni-Sack. Geil. Gut. Tja. Keine Ahnung. Ach, Geschenk entfernen. Ah, jetzt habe ich das Geschenk. Ja, okay. Das muss man auch erstmal rausfinden. So, Geschenk auspacken. Was ist es denn? Goldinsektenpokal. Ja, den können wir uns dann irgendwann ins Haus stellen. Und ein Melonensitz. Können wir eigentlich schon jetzt was in unserem Haus so dahinstellen und auspacken und uns daran erfreuen? Müsste doch eigentlich, oder? Entschuldige die Störung, Herr Bürgermeister. Wie aufregend, das ist ja wie im Zeltlager. Das erinnert mich an meine Kindheit. Damals im Zeltlager, da waren wir Flöte gespielt, ja, ja. Abends hat sich dann immer jeder eine Kartoffel über dem Lagerfeuer gegrillt. Wir haben sie vorher in Alufolie eingewickelt, damit sie nicht verbrennen. War das lecker. Oh nein! Ich bin schon wieder abgeschweift. Tut mir leid. Wie auch immer, Wollo, ich hab dir was Schönes mitgebracht. Oh, noch was Geiles hier fürs Haus. Das ist eine Laterne. Die habe ich in meinem Schrank im Rathaus gefunden. Ich dachte, sie wäre perfekt für dich, weil du in einem Zelt wohnst. Wenn du auf dem Touchscreen berührst oder X, öffnest du dein Inventar. Wähle dort die Laterne aus und wähle dann hinstellen. Würdest du das bitte mal für mich tun? Gut, machen wir das gleich mal. Weil dann, wir sollen das einmal zeigen, dass wir es begriffen haben. Laterne hinstellen. Okay. Und weiter? Ja, genau so. Und als nächstes, stell dich vor die Laterne und drücke A, um das Licht anzumachen. Versuch's mal. Wow. Super. Sie ist so alt, dass ich mir nicht sicher war, ob sie noch funktioniert. Aber sie leuchtet ja einwandfrei. Du kannst dich auch vor die Laterne stellen, A gedrückt halten und das Schiebepad bewegen. So kannst du die Laterne schieben, ziehen und in jede Richtung drehen. Stell sie hin, wie es dir gefällt. Oh, ist es vielleicht noch zu hell draußen, um die Laterne anzumachen? Wenn du das Licht nicht mehr brauchst, drücke A, um es auszuschalten. Drücke Y, um die Laterne aufzuheben und sie in deine Tasche zu stecken. Das wäre erst einmal alles von mir. Tut mir leid, dass ich einfach so reingeplatzt bin. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg. Tschüss. Hau rein. Ja, die Laterne. Die möchte ich. Ups. In die Ecke stellen. Genau. Dann. Ja, ich würde sagen, dann machen wir das jetzt einfach mal hier so ein bisschen. Wir können ja mal die Country-Gitarre. Die können wir mal hinstellen. Wo wollen wir die denn hin haben? Okay, du kannst sogar damit spielen. Das ist ja der absolute. Das wollte ich nicht. Plupp. Das wollte ich nicht. Ja, komm, dreh mal hier. Top. Ach, sind wir schön eingerichtet. Das ist ja ein Traum. So, was haben wir noch Feines? Goldinsektenpokal. Den wollen wir natürlich auch hier irgendwo stehen haben. Am besten. Komm. Ich meine, mit dem stehen wir natürlich ziemlich cool da.
Der darf auch einen Ehrenplatz kriegen. Ja, es ist ja der Wahnsinn, wie schön unser Häuschen hier schon eingerichtet ist. Und den Melonensitz. Ja, ein Melonensitz, der macht auf jeden Fall Sinn. Da können wir uns dann, ich nehme mal an, reinsetzen. Aber er will sich da nicht unbedingt reinsetzen, habe ich so das Gefühl. Naja, okay. Ist jetzt nicht so der Knaller, aber passt schon. Es ist halt ein Geschenk von Mama. Da freut man sich ja dann doch drüber, ne? Da freut man sich dann ja doch. So, heute ist ein regnerischer Tag. Ich kann angeblich mit dem... Ja, ich kann tatsächlich mit dem Steuerkreuz hier einfach hin und her wechseln. Ich kann sogar die Perspektive ändern. Nur ein bisschen. Ist ja genial. Das ist auch so eine Sache, wups, die definitiv gut zu wissen ist. Oh, ein Fossil. Das hat sich das Graben gelohnt. Mir wurde auch gesagt, ich kann die Fossile verkaufen. Ich würde sogar sagen, Fossile verkaufen macht an sich... Macht wohl ziemlich viel Sinn, weil wir dafür wohl um die 4000 bekommen. 4000! 4000 ist schon ziemlich episch. Autsch, ach so. Ja, nee, 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 pack mal weg. Plupp. Ah. Nein, nicht schon wieder. Oh nein, der Arme. Oh Mann. Aua, oh Mann, schon wieder. Boah, dafür können wir hier was einsacken, nämlich die Honigwabe. Ja, schade. Zu schade, aber so läuft das manchmal im Leben. Ja, im letzten Part hatten wir ja ein bisschen über hier Super Mario 3D World gelabert. Und nimmst du das mal bitte? Ja. Ja, und da hatte ich ja noch gesagt, ich habe bis jetzt noch so ein bisschen Probleme mit dem ganzen Sache hier, Themen in Animal Crossing, weil ich halt steuerungstechnisch noch nicht so 100%ig auf der sicheren Seite bin. Und mir wird leider, Gottes, wird mir immer wieder hier vorgeworfen in diesem Spiel, ich hätte, es würde mir gar keinen Spaß machen oder so. Und das ist aber, das ist nicht so ganz richtig, Leute. Es wurden vielleicht einige Dinge ein bisschen falsch verstanden. Wenn ich das Spiel hier Let's Playe, das macht mir Spaß. Aber es ist halt ein bisschen die Sache, dass ich, ja, dass ich solche Spiele halt... Privat würde ich sie halt eben nicht spielen. Oh, eine 100-Sterne-Münze, da hat sich das Kram ja gelohnt. Ja, voll. Würde ich halt privat nicht wirklich zocken. Aber das hat nichts damit zu tun, dass mir das hier... Als Let's Play sind die Dinge manchmal ein bisschen anders. Da machen die auch... Oh, nicht schon wieder. Vielleicht habe ich gar kein... Habe ich gleich noch ein freies Auge oder so? Wahrscheinlich nicht. Ja, ich habe es schon verstanden. Alles ist... Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So ist das Leben, wenn man hier als Malocher unterwegs ist. Oh Gott, die Bäume, ey, sind das viele Bäume? Was ist denn hier los? Waren das schon immer so viele Bäume? Mann, Mann, Mann. Hallo, drückst du den hier auch mal? Ja. Man kommt hier irgendwie voll schnell raus. Das ist schrecklich. Genau, ich wollte darüber sprechen, ob mir dieses Spiel jetzt Spaß macht oder nicht. Als Let's Play machen Spiele, die da eventuell... nicht so allzu großen Spaß machen würden, wenn du sie für dich spielst, trotzdem Spaß. Es ist einfach was ganz anderes. Leute, die Let's Playen, werden das wahrscheinlich verstehen. Andere werden sich jetzt denken, hä? Was? Das macht dir keinen Spaß, wenn es dir keinen Spaß macht, Mann. Es ist eben was anderes, wenn man LP. Das muss man einfach mal so hinnehmen. Und dann kann einem auch so ein Spiel der Spaß machen, wo man einfach nur jetzt ein bisschen an den Bäumen rüttelt. Und ja, ich rüttel jetzt so lange an den Bäumen und an dem ganzen Kram. Ja, das wollten wir zwar eigentlich gar nicht, ist aber egal. Bis wir diese verdammten 10.000 zusammen haben. Wahrscheinlich könnten wir ganz einfach den Dings verkaufen. Das Fossil. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das Fossil nicht lieber abgeben sollte. Kriegt man die denn irgendwann wieder oder... Ja, ich pflück die Blumen jetzt. Ich pflück die Blumen jetzt. Ein paar Blumen können wir ruhig verticken. Und ja, ich werde jetzt die Wiese kaputt trampeln. Es gibt so viele Dinge, auf die man hier irgendwie achten soll, ne? Die man so eigentlich nicht unbedingt auf dem Schirm hätte, wenn es einem keiner sagt. Also, mir wäre ja niemals aufgefallen, dass die Wiese hier kaputt geht. So, die... So verwelkte Blumen, die kann ich doch ruhig... Oh! Was ist das denn? Was ist das? Das schauen wir doch mal nach. So verwelkte Blumen kann ich doch bestimmt einfach mitnehmen. Turm. Nicht ablenken. Nein, so war das nicht gemeint. Ein Turm? Komm, nehmen wir die verwelkten Blumen hier auch noch mit. Die kann man ja wo rauszupfen.
Ich hoffe, dass ihr mir da demnächst mal sagen werdet, ja, das ist vollkommen okay, wenn du die rauszupfen. Nein, falscher. Ich drücke immer den falschen Knopf. Es ist ein Trauerspiel. So. Hier ist noch was Schönes drin vielleicht. Nö. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal wieder ein bisschen was verticken und schauen mal, wie viel Kohle wir langsam haben. Weil ich möchte jetzt langsam ein Haus, weil sobald wir ein Haus haben, können wir ja die Bürgermeistertätigkeiten beginnen. Und das könnte die Spannung natürlich ins Unermessliche treiben. Das wissen wir. Ich weiß auch nicht, ob ich die jetzt schon geschüttelt habe. Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach mal... Wir können auch noch mal ein bisschen reden mit den Leuten. Oh, weia, was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Hat dich etwa eine fiese Biene gestochen? Oh, gemein, Mann. Das sieht zwar schlimm aus, aber mach dir mal keine Sorgen. Mit etwas Medizin geht das gleich weg. Okay, und wo kriege ich... Nein. Wo kriege ich diese Medizin her? Das sagst du mir nicht, oder was, Erwin? Das ist aber ein bisschen fies von dir, ne? Ganz schön fieser Typ ist dieser Erwin. Oh, fällt noch was ein. Wir können ja auch mal mit der Schaufel hier... Das, boah, ich treffe mal nie. Weil, wir haben ja auch gelernt, gegen Steine soll man ein bisschen gegenkloppen. Dann könnte da auch was Schönes bei rumkommen. Hoffentlich haben die Sonntag auf. Haben sie. Ey, das wäre es ja jetzt noch gewesen, ne? Die haben Sonntag zu und du guckst dumm aus der Wäsche. Ja, hätte mich gar nicht mal gewundert. Oh, hallo, herzlich willkommen. Endlich mal wieder hier jemand, der einkaufen will. Was kann ich für dich tun? Wir wollen mal wieder ein bisschen was verkaufen. Ah, möchtest du kommen? Aber gerne. Was hast du denn mitgebracht? Ich habe mir übrigens einen neuen Stylus gekauft, Leute. Habe ich das schon erzählt? Ja, ich habe mir einen neuen Stylus gegönnt. Das verkaufen wir erstmal hier, den Kram. Haben nicht viel, ne? Das ist alles. Lass mich das mal kurz zusammenrechnen. Dann wollen wir mal sehen. 1380 Sternis. Dann haben wir schon... Oh, wir haben schon über 8000. Ja, komm, ein Fossil verkaufen wir jetzt einfach mal. Dann ist das so. Gucken, was wir dafür kriegen. Ja, komm. Oh, ein Fossil. Ist es in Ordnung, wenn ich dir 100 Sternis dafür gebe? Nee. Dann nicht. Bist du dir sicher? In Ordnung, sag Bescheid. Ja, nee, 100 Sternis, dann gebe ich es lieber ab. Definitiv. Ich habe mir auf jeden Fall neue Stylusse gekauft. Ich war gestern los. Ich brauchte nämlich eine Tiefkühltruhe. Endlich habe ich mir eine Tiefkühltruhe gegönnt. Warum erzähle ich euch das? Weil, warum sollte ich euch das nicht in Animal Crossing erzählen, oder? Ich meine, ganz ehrlich... Es bietet sich hier doch vollkommen an, auch mal sowas zu erzählen. Ja, auf jeden Fall wollte ich mir eine Tiefkühltruhe holen. Und aus dem Grund musste ich sowieso los. Und dann habe ich mir gleich einen Stylus geholt. Also drei Stylusse. Oh, was ist das denn? Nanu, in diesem Stein ist ja etwas drin. Krass. Was ist das? Was ist denn das? Auf jeden Fall drei Stylusse von Speedlink. 5 €. Ein Saphir. Den bringen wir gleich mal weg. Also, mit wegbringen meine ich natürlich... Ah, immer der falsche Knopf. Verkaufen, 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 verkaufen. Definitiv verkaufen. Und für einen Saphir erwarte ich jetzt einfach mal, dass ich da genügend Kohle für kriege. Auf jeden Fall habe ich jetzt diese... Oh, Mann, Wollo, jetzt drück doch mal den richtigen Knopf. Das ist doch echt nicht dein Ernst. Diese... im 3DS-Design, ja. Ich hatte erst andere in der Hand und dachte mir, oh, nimmst du die? Aber günstiger, aber die waren im DS-Design und ich wollte diesen coolen zum Ausziehen, ja. Zum Ausziehen, das klingt auch schon wieder... Das klingt falsch. Peps. Auch nichts drin. Peps. Ja, ein Kescher. Wir könnten auch nachher mal gucken, ob es wieder eine Angel zu kaufen gibt. Wäre eigentlich auch nicht so verkehrt. Oh, ich drück nach unten. Nach unten. Unten gibt es das Item zu... Nee, doch nicht. Kann man das Item nur wegstecken. Noch ein Fossil. Oh, ein Fossil. Da hat sich das Graben ja wirklich gelohnt. Geile Sache. Dip, 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 dip. Wo kriege ich eigentlich Medizin her? Ja, auch nochmal so eine Frage. Könnte man auch mal nachgucken. Moment, es juckt. Überall, am Auge vor allen Dingen. Allergie und so, Heuschnupfen, ne, ganz großes Thema natürlich. Bla, 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 du willst was verticken. Natürlich will ich was verticken. Rübenpreise, Fragezeichen. Du möchtest was verkaufen, aber gerne. So, das, das und das. Die Fossile behalte ich jetzt erstmal. Ah, ist das alles? Lass mich da mal kurz zusammenrechnen, dann wollen wir mal sehen. 2200 Sterne, das könnte ich dafür ins Jahr kommen, das machen wir jetzt.
Vielen Dank. Dann haben wir nämlich die 10.000 endlich zusammen und können unser Haus aufbauen. Danke für deinen Besuch. Zumindest die Anzahlung fürs Haus können wir machen. Vorher rührt Tom Nook ja leider keinen Finger. Und ich will dieses verfluchte Haus endlich haben. Ich gebe es zu, ich möchte ein Haus. In einem Zelt zu wohnen, kann ich mir persönlich nämlich so gar nicht vorstellen. Ganz ehrlich, ich mochte schon, ich war schon als Kind kein großer Fan vom Zelten. Nee, so gar nicht, weiß nicht. Zelten? Ich meine, aus welchem Grund sollte ich draußen schlafen, wenn ich drin schlafen kann? Und als Kind, da hat man das Zelt ja dann in den Garten gestellt. Dann hast du im Garten geschlafen. Was soll denn das? Was soll denn das? Das bringt's doch voll nicht. Irgendwie. Kann jetzt auch wieder sein, dass nur ich so denke, weil ich halt so eine... so ein Kack-Nerd bin, der mit draußen nicht viel anfangen kann. Ja, wir könnten jetzt auch noch die Fossile wegbringen. Wir könnten auch hier mal rein, aber ich traue mich gerade nicht. Nicht, dass ich wirklich ein Foto von mir machen muss. Das würde ich blöd finden. Das will ich gerade nicht. Ja, ich will es halt gerade nicht. Nehmt es so hin. So, Tommy Boy. Willkommen, willkommen. Oh, willkommen, Wollo. Hast du alle Vorbereitungen für deinen Einzug getroffen? Ich habe schon mal ausgerechnet, wie viel das Ganze kosten wird, Wollo. Ja, ja. Wir können natürlich essen. Ja, das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal. Lächerliche 10.000 Sternis. Das machen wir. Lächerliche, ja. Sehr gut. Der erste Spatenstich wird gemacht, sobald du die Anzahlung geleistet hast. Hm? Keine Sorge, keine Sorge. In dieser Stadt gibt es viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Ich hab doch gesagt, ja, ja, hatten wir doch schon. Tom, das hatten wir alle schon. Ich hab doch gerade gesagt, wir bezahlen. Komm da wieder zu mir, wenn du 10.000... Ich hab doch 10.000... Viel Glück für... Ich hab doch 10.000 Sterne. Willst du mich verarschen? Ja, ja, wie kann ich helfen? Anzahlung, so. Du hast die Sternis dabei, mal sehen. Ah, ja, ja, genau 10.000 Sternis, das freut mich. Das glaube ich dir. Sehr gut, sehr gut. Damit ist es jetzt offiziell. Die Arbeit an deinem Haus kann sofort beginnen. Was für ein Dach soll dein neues Haus denn haben, hä? Rotdach, Blaudach, Gelbdach, Gründach. Was wollen wir denn? Ich bin da so ein bisschen altmodisch und hätte gerne ein rotes Dach. Ein Rotdach, hä? Ist das so in Ordnung? Wie, ist das so in Ordnung? Ja, keine Ahnung. Zeigst du mir da gerade was? Ja, ja, verstanden. Ich kümmere mich darum, dass dein Haus morgen früh fertig ist. Was gibt's noch zu wissen? Ja, ja, natürlich. Ich muss dir was über Umbaumaßnahmen sagen. Wenn dein Haus fertig ist, kann ich dir mit der Außengestaltung behilflich sein. Dazu gehört die Gestaltung von Dingen wie Dächern, Türen oder Zäunen. Ich habe hier jeden Tag neue Modelle davon, also komm vorbei, wenn du neugierig bist, ja? Aber im Moment freust du dich erstmal auf morgen, hm? Vielen Dank. Okay, also morgen haben wir unser Haus. Das bedeutet, im nächsten Part haben wir unser Haus und ich werde den nächsten Part... Wow, freut er sich. Uff, die Anzahlung ist erledigt. Morgen kann ich endlich in mein neues Haus einziehen. Cool. Da freut sich aber jemand einen Keks. Das ist schön. Man soll sich ja auch freuen über solche Dinge, ne? Natürlich, das macht alles Sinn. Wir chillen im Regen. Auch so eine Sache, die ich nie machen würde. Nein, nicht unbedingt. Also wenn es regnet, würde ich mich nicht unbedingt so nach draußen setzen. Weiß ich nicht, muss nicht sein. Aber was soll's. Ja, Anzahlung ist gemacht. Morgen gibt's ein Haus. Das heißt, im nächsten Part gibt's dann das Haus. Ist jetzt die Frage, was machen wir denn jetzt noch? Wir brauchen natürlich weiterhin mehr Geld, ne? Ich brauche jetzt auch noch ein bisschen Kohle, weil ich will ja auch noch, wie man sich vorstellen kann, eine Angel kaufen. Ja, eine Angel wäre noch ganz nett. Die müssten wir unbedingt noch kriegen. Deswegen werde ich jetzt ganz gechillt mal hier ein bisschen noch... Ja, das war, ne? Gut. Oh ja, genau, das hier. Perfekt, 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 perfekt. Nein! Nein! Na los, komm, da kommt noch mehr raus, da kommt noch mehr raus! Aber das reicht auch schon. Damit können wir uns definitiv eine Angel besorgen. Ast rein. Weil das Angeln, ne, das Angeln ist ja so eine richtig... Boah, ist das viel! Guck mal, das sind 3 Stück. Und hier sind 500, boah, ist das viel! Ja, da können wir uns ja alles leisten. Ist ja geil. Das hat sich richtig gelohnt, dieser Stein. Dufte Sache. Gut. Ja, ja. Hier kann man auf jeden Fall auch so ein paar Dinge, was ich im echten Leben davon halte. Das kann man auf jeden Fall hier erzählen, so. Bei den Sachen. Angeln zum Beispiel. Ich habe ein paar Leute in der Facebook-Freundesliste, die hauen dauernd irgendwelche Bilder vom Angeln raus. Da ist die Angel. Willkommen, willkommen. Ja, ja.
Ja, und dauert irgendwelche Bilder vom Angeln raus und ist nicht so mein Ding. Ah, die Angel, eine gute Wahl, in der Tat. Das macht 500 Sterne. Sind wir im Geschäft? Jawollchen. Vielen Dank für deinen Einkauf. Ich bestätige hiermit von dir, 500 Sterne erhalten zu haben. Ja, bla bla bla. Übrigens, weißt du, ja, das weiß ich, das weiß ich. Ich weiß Bescheid. Alles ist gut. Gut, dann haben wir die Angel. Dann würde ich sagen, wir gehen mal raus. Und dann habe ich noch was. Man kann ja hier auch was für Spielmünzen kaufen. So, ich habe jetzt aus dem Kommentar rausgelesen, ich sollte doch mal meinen 3DS mitnehmen und irgendwie 2000 Schritte machen. Um da diese komische... Um diese Spielmünzen zu bekommen. Ist das wirklich so, dass ich mein 3DS mitschleppen muss, um Spielmünzen zu bekommen? Weil dann haben wir ein klitzekleines Problem, denn ich bin nicht gewillt, diesen 3DS hier irgendwohin mitzuschleppen, weil, wie gesagt, das ist ein umgebauter 3DS. Der hat Unmengen gekostet und der ist auch soweit verkabelt. Und ganz ehrlich, das ist so eine Japan im Keller. Da hat irgendjemand Japan in seinem Kellerraum das Ding zusammengetrümmert. Und man ist ehrlich gesagt nicht bereit, irgendwelche Kabel aus diesem Ding zu ziehen. Der ist jetzt mit dem PC verbunden und das soll er auch bleiben. Ist einfach so. So, hier soll es bessere Fische geben. Am Meer. Deswegen werde ich hier mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwie... Da haben wir einen Fisch. Da haben wir einen Fisch. Wir angeln jetzt. Verdammt nochmal. So, wir wissen natürlich, wie es geht. Ja, der Fisch, ach, das ist so. Okay, versuchen wir es mal so. Nicht zu weit. Ja, das sieht doch. Okay, das war es nicht. Sobald es plopp macht irgendwie, habt ihr gesagt. Ja, ich bin da noch nicht so ganz drin in der Sache, ne? Aber das merkt man, glaube ich, relativ deuteln merkt man das. Natürlich. Passt schon. Oh, den Fisch habe ich, glaube ich, verjagt mit meinem Gerenne. Könnte sein, ich weiß es nicht. Typ. Ja, ansonsten... Das würde ich ungern tun. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten... an diese Spielmünzen ranzukommen. Fisch. Ah, diese Fische, ne? Ich finde die... Irgendwie finde ich die ein bisschen nervig. Die reagieren auch gar... Ah, doch, der will... Na... Den haben wir. Das sieht zumindest so aus. Was ist das? Ach so. Ein Falterfisch. Und ich habe nicht einmal einen Kescher gebraucht. 17,8 cm. Am besten trage ich diesen Fang gleich in mein Fangbuch ein. Tipptopp. Ja. So viel halte ich halt davon, ne? Also meinen 3DS mitzuschleppen. Oh, noch ein Käfer. Auch mal. Ups. Ast rein. Eine Honigbiene, gib mir Honig, dann lasse ich dich vielleicht frei. 17 mm, am besten trage ich diesen... Ja. Jetzt läuft's. Jetzt läuft es aber wie verrückt. Jetzt kann er's. Schnappen wir uns hier noch einen schönen Fisch. Fischi. Keine Reaktion auf meine Angel, wie ich es hasse. Ja, er will. Oh, jetzt kann ich's. Ich kann es. Ich hab's begriffen. Ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ein Falterfisch. Ja, okay. 14,7. Ist er jetzt größer als der andere? Ich glaube nicht. Ein bisschen Muscheln sammeln. Und wir sind voll. Ja, gut, dann bringen wir das mal weg. Nein, nicht tauschen. Blödsinn. Abbrechen. Gut. Wir sind voll. Dann können wir wieder hoch. Dip. Ach, so voll sind die Taschen, dass ich den Gegenstand nicht mal mehr ins Inventar legen kann. Okay, gut zu wissen, dass man damit auch Probleme kriegen kann. Ja, das ist alles super, Leute. Das ist alles super duper gut. Und wie gesagt, wenn ihr wisst, wie man ansonsten an Spielmünzen kommt, wäre das ganz nett. Wenn ich das jetzt wirklich machen müsste, dann müsste ich es eben machen. Aber wie gesagt, sehr, sehr ungern das Ganze. Sehr, sehr ungern. Ja, passt auch. Ja, bla bla. Das bringen wir jetzt noch eben weg. Und dann schauen wir mal weiter. Ich denke auch, dass es dann für den heutigen Part auch reichen sollte. Ich bin mal gespannt, was so ein Fisch... Also eigentlich habe ich hier... Ich habe hier gutes Zeug. Ich habe hier 1A Zeug. Da kann man eine Menge für verlangen.
So, Fische und Insekten und Muscheln und alles. Wow, 4590 Sterne, das könnte ich dafür insgesamt zahlen. Mir wurde sowieso gesagt, dass Fische wohl ziemlich wertvoll wären. Sehr gut. Das hat sich gelohnt. 5580 haben wir schon wieder. Wir sind gut dabei. Leute, wir schauen uns jetzt noch an, wie ich speichere, weil sonst vergesse ich das wieder. Ich verpeile das. Ich werde auch, wenn ich das Kram verkaufe, werde ich höchstwahrscheinlich nicht den unteren Bildschirm zeigen, weil es unsinnig ist. Ihr wisst ja ungefähr, was ich eingesammelt habe. Ich denke mal, das ist relativ egal. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dann und ciao.